Europa für dich? Erstmal Reflexion, weil es natürlich eine riesige Frage ist. Aber zunächst erstmal muss ich schon zugeben, dass wenn ich Europa das Wort höre, dann denke ich schon erstmal an die Institutionen, an Politik. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, dann kommt mir eigentlich auch sehr schnell irgendwie ein schöner Gedanke ins Herz, dass es wirklich ja eigentlich darum geht, dass wir zusammen was aufbauen, ein Projekt, was Frieden stiftet und uns zusammen im Frieden leben lässt und das machen lässt, was uns Spaß macht. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr mutiger Gedanke. Und dann ist Europa eigentlich auch was nicht nur Politisches, etwas Politik kann man ja auch leicht etwas kalt, kälter empfinden. Aber dieser Gedanke ist etwas wärmer dann eigentlich. Und ja. Okay. Verstehst du, wie die politischen Institutionen der Europäischen Union funktionieren? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, vielleicht würde ich sie verstehen, wenn ich sie kennen würde, also wenn ich darüber Bescheid wissen würde, würde ich vielleicht das eine oder andere verstehen. Ich tue mich etwas schwer manchmal, das dann, wenn ich darüber Bescheid weiß, auch zu greifen, was da wirklich geschieht und so. Aber es ist schon sehr verwirrend. Es gibt Le Conseil de l'Europe, après il y a Le Conseil européen. Also es ist schon verwirrend irgendwie. Aber ich glaube, vielleicht ist es wichtig, auch in der Schule wird es immer nur so ganz schnell runtergerattert. Und eigentlich wäre es vielleicht wichtig, dass wir auch in der Schule schon und grundsätzlich immer nochmal die Wichtigkeit des ganzen europäischen Projekts auch dadurch unterstützen, dass wir auch eben deren Funktionalität mehr uns bei, also wirklich auf den Weg mitgeben. Und zur Frage, wie siehst du die Europäische Union in 20 Jahren? 20 Jahren. Also genau in so langer Zeit, wie ich jetzt alt bin. Also ich bin jetzt 20, also genau 20 Jahren. Momentan gibt es ja viele Kritiken an der EU und die nimmt uns die Souveränität der Staaten und so. Aber irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass sich das dann wirklich, diese Front National und so, dass das sich wirklich durchsetzen wird. Ich habe immer das Gefühl, dass früher oder später die EU und die Gedanken und die Hoffnungen, die mit der EU verbunden sind, letztlich sich durchsetzen werden. Aber ich glaube auch, dass es bis auf Ewigkeit ein Versuch ist, an dem auch man dahinter stehen muss. Ja. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, dass wir den richtigen Weg in der EU immer sehen können und dann da auch daran festhalten können. Okay, dann vielen, vielen Dank und wir sehen uns für ein nächstes Video. Tschüss! Ja.